ein Tipp, ja, wichtig ist auf jeden Fall, Spaß dran haben, was ihr macht, das, was ihr macht, mit viel Energie machen und schauen, dass das Beste daraus rauskommt. Wenn es am Ende einmal nicht das Beste ist, was ihr euch vorstellt, dann einfach ruhig bleiben und wieder mit Spaß weitermachen. Wow, wenn einmal was gar nicht funktioniert, dann habe ich natürlich auch so meine Tage, wo ich heimkomme und weiß nicht, meine Skihandschuhe ausziehe und in die Ecken schmeiße und man denkt, wow, das zipft mich alles an. Und irgendwann dann denke ich mir, nein, das bringt ja nichts, wenn ich das jetzt in die Ecken schmeiße, dann gehe ich wieder um und dann klaue ich es auf und ja, probiere es einfach wieder aufs Neue und gebe halt nicht auf. Aus Niederlagen kann man immer sehr viel lernen, auf jeden Fall. Also wenn man sich das dann vor Augen haltet, warum ist es jetzt passiert oder warum habe ich den Test nicht geschafft oder warum bin ich jetzt bei den Skirennen nicht ins Ziel gekommen. Natürlich, zu viel Gedanken sollte man sich auch nicht machen, weil das geht immer weiter und man muss wieder ja, mit neuer Energie in das Ganze reingehen. Aber so aus einer Niederlage kann man sehr viel lernen und man kann sich dadurch wieder weiterentwickeln. Ja, wenn ich ganz wütend bin auf mich, dass ich einmal wieder rausfliege oder so, da habe ich mir schon einmal gedacht, für was tue ich das überhaupt? Aber dann, wenn ich nachher ein bisschen drüber nachdenke und mir mal überlege, wie viel schöne Zeit ich da schon verbracht habe mit Freunden und das harte Training, was ich auch gemacht habe, dass mir das auch Spaß gemacht hat, dann denke ich mir, nein, dann will ich doch nicht aufhören. Das ist schwer zu sagen. Also ich habe sehr viele Kollegen natürlich, mit denen ich schon unterwegs bin, seit ich 10 Jahre alt bin, zum Beispiel den Max Franz oder den Christian Walder. Das sind alles so ja, Freunde von mir, die ich schon seit fast 20 Jahren kenne. Das ist dann was anderes, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Skifahrer aus Amerika, den ich nur bei den Rennen sehe und den ich aber auch bewundere, so wie er Skifahrt. Und von Amerika mit dem Stephen Nyman oder aus Kanada, den Manuel Osborn-Baradi, der ist auch oft gar mal bei mir da und nachher sitzen wir ein bisschen zusammen und ratschen wir ein bisschen und es ist immer ganz, ganz nett, wenn man die Leute trifft und die auch zu einem heimkommen. Krieg ich eins. Und die Frau Lehrerin kriegt auch noch eins.